Hallo, hier ist wieder die Paula von der Tournee Oper Mannheim und heute werdet ihr mehr über unseren Tenor Carsten erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist spannend, man weiß nie, was geschieht. Und plötzlich singt jemand ein Lied. Und ihr? Hallo schön, Paula. Dass du da bist. Ich danke. Ich freue mich auch. Dass es geklappt hat jetzt noch. Ja, so kurz vor der Sommerpause. Ja, genau, ja, genau. Wie bist du denn generell zur Oper gekommen? Also, es war eigentlich mehr so ein Seitenweg. Also, ich habe in der 10. Klasse in Marburg gab es die Initiative vom Theater, vom Nordhessischen Landestheater. Die haben ein Schauspielstück gemacht mit Schülern und Profis, haben dazu eben Castings gemacht. Und dann bin ich durch die Arbeit an diesem Theater in Marburg eigentlich durch das soziale Umfeld in diese Richtung Chor ein bisschen reingeführt worden, weil da war eine Freundin, die ist da hingegangen. Es war komischerweise auch an der Schule, wo ich selber Schüler war, aber das habe ich gar nicht registriert, dass da abends irgendwie montags ein Konzertchor probt. Die hat gesagt, das ist einfach toll. Da gibt es so einen Dirigent, der sieht aus wie Gerd Fröbe, der ist genauso cholerisch und witzig. Und ich sagte, ja, das möchte ich, das schaue ich mir gerne mal an. Und da bin ich eigentlich da hängen geblieben. Das war so 10. Klasse, aber es war eigentlich spielerisches Finden dieser Sache. Und dann irgendwie, je mehr du eintauchst und dann Einzelunterricht nimmst und dann irgendwie denkst, ach ja, was mache ich so nach dem Abi? Mhm. Da war das eben auch eine Option, die ist aber wirklich eher gekommen. Was wäre denn dein Plan B gewesen, wenn nicht Sänger? Ich habe zuerst in Saarbrücken Dolmetschen studiert für Spanisch und Französisch. Mhm, und ich habe das im zweiten Semester, habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht in Würzburg. Wenn die schief gegangen wäre, hätte ich mein Dolmetscherstudium zu Ende gemacht. Und wer weiß, ich weiß nicht, ob ich dann noch nebenher gesungen hätte, aber wahrscheinlich wäre ich da jetzt im Ausland. Ja, interessant. Was bedeutet es denn für dich persönlich, Musik zu machen? Na gut, es ist so ähnlich wie bei der Sprache. Wenn man sprachlich interessiert ist, ist man auch musikalisch irgendwie interessiert. Und dieses in verschiedene Sprachen oder verschiedene Stile einzutauchen, wie bei der Musik, und das einfach mit seiner Persönlichkeit irgendwie auszufüllen, ist immer was sehr Befriedigendes. Deswegen ist ja das eins der Berufsfelder, wo die Identifikation mit Beruf, gleich Berufung sehr hoch ist. Man muss in dem Beruf ja auch sehr viele Unwägbarkeiten in Kauf nehmen. Von daher, wenn das nicht so viel Spaß machen würde, wäre ich an manchen Punkten, glaube ich, innerhalb meiner Laufbahn schon umgekehrt. Dadurch, dass man eben viel Spielen und Singen auf gleichem Niveau versucht zu gestalten, ist es eine sehr befriedigende Arbeit. Und gerade jetzt bei der Kinderoper ist es ja auch so, dass man ja auch einen Auftrag hat, die Kinder da ranzuführen, und das macht schon sehr viel Sinn. Gibt es denn eine Zukunft für die Oper, deiner Meinung nach? Das ist eine schwere Frage. Also ich denke mal, vor der von meiner Erfahrung jetzt hier hätte ich gesagt, was man sieht, was ich selber im eigenen Leib sozusagen miterlebe und spüre, ist, es wird ja peu à peu weiter abgebaut. Also siehst du, wenn du an Theatern arbeitest, ist das gang und gäbe, da wird Gehalt reduziert, da werden Stellen reduziert, da werden Theater miteinander fusioniert. Also das ist auch einer der Aspekte, warum ich das nach wie vor mache hier. Ja. Dass ich denke, dieser Auftrag, die Kinder an die klassische Musik und auch an Schauspiel und Singen ranzuführen, egal ob jetzt als Sänger oder auch in Workshops, das macht Sinn für die kindliche Ausbildung. Es macht aber auch Sinn für uns, sozusagen Vorteile abzubauen, um dann wahrscheinlich oder hoffentlich, wenn die Kinder mal größer sind, dass sie dann selber entscheiden können und vielleicht aufgrund positiver Erfahrungen sagen, ja, ich gehe mal ins Theater, das hat mir damals Spaß gemacht. Und so kann man vielleicht, wenn man das konsequent weiter verfolgt, die neue Generation oder die neuen Generationen weiter einfach auch gewinnen oder sagen wir mal im umgekehrten Fall nicht verlieren. Was können denn Kinder aus der Oper mitnehmen? Naja, egal ob du es jetzt spielst oder ob du jetzt als Workshopleiter das irgendwie selber führst. Im Workshop hast du es natürlich noch hautnah. Du erlebst verschiedene Ebenen der Kinder. Egal ob sie jetzt brave Kinder sind, egal ob sie aus einem schwierigen sozialen Umfeld kommen. Wenn du ihnen Geduld und Respekt gegenüber bringst und wenn du ihnen
zeigen kannst, warum du es gerne machst und auch das wirklich auch geben kannst, dann sind Kinder eigentlich immer begeisterungsfähig. Und das ist für mich sozusagen der Aspekt, der mich da irgendwie auch fasziniert. Und deswegen würde ich sagen, die Kinder haben ja bei beiden Formen, bei Workshop und bei Vorstellung, immer die Möglichkeit, ein Stück musikalisch selber einzustudieren mit der Schule oder mit uns. Sie haben die Möglichkeit, wenn sie wollen, mitzuspielen. Durch das Arbeitsmaterial werden sie angeleitet, was zu basteln. Ja, also die Identifikation der Kinder mit dem Stück, mit den Rollen, mit der Musik, mit dem Genre ist relativ hoch. Und das ist das, was, glaube ich, auch meiner Erfahrung nach immer übrig bleibt nach den Vorstellungen, dass die Kinder sehr zugeneigt sind, zum Ausdruck geben, was sie auch selber machen, dass sie selber schon Musikinstrumente spielen oder Schauspiel irgendwas tun oder selber mal Sänger werden wollen. Das ist natürlich oft die Ausnahme. Aber mir reicht es schon, wenn die Kinder, die vielleicht mit einem gewissen Aber vormittags in die Schule kommen und sagen, ja, jetzt muss ich mir so die Kinderoper anschauen, dass die dann irgendwie nachher das Gefühl haben, ey, es war eine schöne Zeit. Und das spürt man auch. Sie lassen sich auch wirklich faszinieren. Und das ist eben das Schöne, wo ich glaube, dass die Kinder das auch nachhaltig mit nach Hause nehmen. Auf jeden Fall. Gibt es denn ein einprägsames Ereignis, was du uns erzählen kannst, was du erlebt hast mit der Johnny-Oper? Ja, also das wirklich Witzigste, was ich auch an Reaktionen mit Kindern erlebt habe, da gibt es gerade bei AIDA diese Figur, die dann einfach verschiedene Sachen gewinnen soll, um den Zaubertrank zu brauen, der ja dann die Oper retten soll. Und da gibt es eben eine Szene, um einen Fächer von der Carmen zu gewinnen, derjenige dann für die Carmen tanzen soll. Und da war eine Vorstellung, noch gar nicht lange her, da habe ich auch offen kommuniziert, ja, wie soll ich das jetzt machen, tanzen? Ich kann nicht tanzen, ihr müsst mir das schon zeigen. Und da war es wirklich, ist es wirklich passiert, dass ein, ich glaube sogar, der kam aus Syrien oder so, der kam dann tatsächlich auf die Bühne und hat mir gezeigt, wie ich tanzen soll. Also sozusagen, weil ich mich natürlich auch unbeholfen angestellt habe und es nicht wusste und natürlich auch fragend immer ins Publikum geschaut habe, kam da dann eiskalt vor, hat dann irgendwie vorgetanzt, hat mir gezeigt, was ich machen soll. Es war, also ich war so baff, dass der wirklich so reagiert hat. Das war wirklich, das war das Lustigste. Das glaube ich. Von daher, das bleibt mir in Erinnerung. Ja. Ja, das war's auch schon. Wenn euch auch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es liken und teilen würdet. Bis zum nächsten Mal.